Dann, ja, einen wunderschönen guten Morgen. Also für mich ist es guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Tag. Wir sind hier bei Tido. Der erzählt uns was über programmierbare LED-Strips oder auch nicht Strips. Wahrscheinlich alles. Er macht das aus Hobby und wie immer, es ist wohl irgendwann eskaliert. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin Tido. Als erstes eine Content-Warnung. Gegen Ende des Talks werde ich ein paar Videos zeigen, blinkende Lichter. Kommt noch eine Warnung davor, also wenn jemand Probleme damit hat, kann er dann abschalten oder rausgehen oder was auch immer. Nächste Frage ist, warum mache ich diesen Talk hier? Im letzten Jahr hat Lyra unheimlich rumgejammert, dass niemand Talks eingereicht hat und er 5 Veranstaltungen hatte. Also habe ich mich ein bisschen dazu durchringen müssen, hier einen Talk einzureichen. Dann schaue ich dieses Jahr auf den Fahrplan und Lyra ist wieder mit 5 Talks drin. Okay, muss man so akzeptieren. Also, was machen wir jetzt? Ich werde erstmal ein bisschen Zeit finden und ein bisschen was erzählen, was diese Smart LEDs und NeoPixel sind. Und dann gehe ich mal so durch die 3 relativ neuen Typen. Also wir haben halt diese alten Strips seit 10 Jahren, die dicken 10 mm Dinger mit den 50-50 Chips drauf. Das ist ein bisschen in die Jahre gekommen, denke ich. Okay, fangen wir an. Übrigens, wenn ich irgendwie zu schnell werde, zu leise, sagt Bescheid. Ist bei euch okay von den Leveln? Okay. Dann bist du irgendwie im toten Punkt wahrscheinlich. Okay, wenn irgendwie Fragen zwischendurch sind, einfach Hand hoch und ich werde versuchen, die zu beantworten. Also diese ersten wirklich LEDs, die eingesetzt wurden, das waren diese WS2811 von World Semi. Das war ein dedizierter LED-Controller, der hat eine Datenleitung, die reingeht, eine Datenleitung, die rausgeht, 8 Eingänge, wo man die LEDs dran anschließt. Und man schickt da so einen seriellen Datenstrom rein und der Controller holt sich die ersten 24 Bit davon, latcht die in sein LED-Register rein und reicht den Rest weiter. Der nächste Schritt war dann der 2812B. Das ist eine SMD-RGB-LED mit einem integrierten WS2811. Macht die Dinge einfacher. Der nächste Schritt ist der WS2813. Ist wieder so ähnlich wie der 2812B, hat aber den Vorteil, er hat eine Backup-Leitung. Das Problem bei den Strips ist, wenn in der Mitte irgendwo eine LED ausfällt, werden die Daten an die dahinterliegenden LEDs nicht mehr weitergereicht. Und dieser WS2813 hat halt diese Backup-Leitung, das heißt, die Daten werden um den Chip rumgeleitet. Wenn der eine Chip ausfällt, dann kriegen die da hinten immer noch die Daten, die sie brauchen. Natürlich gibt es immer Klone. Es gibt diesen SK6812, der ist eigentlich das gleiche wie der 2812, hat allerdings einen programmiertechnischen Unterschied, die Bitfolge ist unterschiedlich. Also der WS2812, da schickt man 24 Bit rein, 3 Bit grün, rot, blau. Und bei den 6812, die haben korrekt rot, grün, blau. Ansonsten ist eigentlich dasselbe in grün. Wirklich in grün, ja. Beide Chips gibt es auch als Varianten mit einem zusätzlichen Weißkanal. Da muss man dann halt pro Chip 32 Bit reinschicken. Und es gibt auch 12 Volt Varianten davon. Also die normalen haben halt 5 Volt Interface.
So, die Strips, die wir alle kennen, sehen so aus. Also meistens 10 mm breit. Dann kommt da so ein 50-50-Chip drauf. Und man hat halt so Stückelungen alle, naja, mit 30, 60, 90, vielleicht 144 Leds pro Meter. Ich finde die Dinger ziemlich langweilig. Also es ist einfach, man hat, man klebt den irgendwo hin und dann hat man so einen Haufen Lichtpunkte. Mit denen kann ich nicht so viel anfangen. Wenn man was Ordentliches machen will, muss man da irgendwie einen Diffuser drüber packen. Naja. Was ich jetzt vor 2 Jahren gefunden habe, waren diese Fairy Lights. Das sind solche Smart Leds, also ich nenne die jetzt einfach mal immer Smart Leds. Die sind eingegossen in Plastik, in so ein milchiges Plastik, und dadurch sind die schon diffused, werden über flexible Leitungen miteinander verbunden. Es gibt die mit unterschiedlichen Abständen. Und wie gesagt, die brauchen halt keinen Diffuser mehr und die leuchten rundum. Wenn man die auf dem schnellen Achmed findet, haben die halt meistens schon einen Controller dran, den man irgendwie in einen USB-Port steckt und eine Infrarot-Fernbedienung. Wenn man sowas sucht, sucht man am besten nach Fairylight, RGB und Dreamcolor. Ich weiß nicht warum, aber das ist ein üblicher Begriff da. Diese Fairylights gibt es in verschiedenen Varianten. Relativ häufig sind sehr flexible Kabel. Also ich weiß nicht, woraus die sind. Es ist wie Nähgarn, finde ich. Also wie ein stabiles Nähgarn. Wenn man die aufhängt, aufspannt, aus ein paar Meter Entfernung sieht man die Kabel einfach nicht mehr. Sind aber halt auch nicht sehr zubelastbar, also muss man ein bisschen aufpassen, wie man die montiert. Und die Isolation feuert relativ schnell durch, also da sollte nicht viel Bewegung in der Installation drin sein. Die sind ziemlich günstig, also man kriegt die in 5, 10 Meter Stücken, teilweise 20 Meter Stücken. Man zahlt da 1,50 Euro pro Meter. Die nächste Variante nenne ich mal starres Fairylight. Da sind die Verbindungen zwischen den Chips mit einem Draht gemacht, den man verbiegen kann. Das heißt, man kann da ein bisschen rumbiegen, eine Skulptur draus machen, wenn man Talent hat. Ich habe es nicht. Bei diesen Dingern gibt es einen Knackpunkt, der hat mich sehr, sehr viel Zeit gekostet, ihn rauszufinden. Die machen kein Daisy-Chaining. Also bei den normalen LEDs geht halt der Datenstrom an ein Ende rein und kommt aus einem anderen Pin wieder raus. Hier sind alle Datenpins an einer Leitung. Das heißt, die Dinger sind irgendwie während der Produktion gefused worden. Die kennen ihre Position in der Kette. Es kann einen ziemlich aus der Bahn werfen, weil man kann nicht mehrere Ketten hintereinander hängen. Man kann die nicht auseinanderschneiden, man kann die nicht kürzen, man kann sie nicht länger machen. Aber wenn man mit diesen Begrenzungen leben kann, sind sie eigentlich recht gut zu gebrauchen. Man bekommt sie mit Längen bis zu 20 Meter, wahrscheinlich aus dem Grund, dass man eben nicht 2 10-Meter Stücke hintereinander hängen kann. Die sind vom Preis her sogar noch billiger als die ersten. Also ich habe da schon welche für unter 1 Euro pro Meter gefunden. Dann gibt es noch, ich nenne es mal PVC-Litze. Also man hat dann, ja? Bei den adressierbaren ist der Vorteil, dass wir plötzlich Sternenabgaben machen können? Du meinst jetzt bei den... Genau. Es gibt diese LED-Vorhänge. Das heißt, du kannst so ein, du kriegst da so ein 4x4 Meter Stück mit irgendwie 400 LEDs. Und die hängen halt alle straight runter. Und
normalerweise müsstest du halt runtergehen, wieder hoch, runter, wieder hoch. Und ich nehme an, diese kommen halt einfach aus der Produktion davon, werden halt am Stück verkauft. Natürlich, ja, du kannst dann mit einer Sternverkabelung machen, du kannst das, kannst dir selber einen Vorhang basteln. Wie gesagt, es hat Vorteile. Nur du musst halt wissen, du kannst nicht einfach Stücke aneinander hängen und dich darauf oder auseinanderschneiden, anders wieder zusammensetzen, weil da wird nie wieder irgendwas so funktionieren, wie du willst. Ja, genau. Okay. Gerne. Okay, wieder PVC-Litze. Die haben meistens das gleiche Problem wie die davor. Also die sind auch gefused auf eine spezielle Adresse, sind halt nur anders verdrahtet. Die haben eine gute Isolation und man kann relativ viel Zug drauf tun. So. Dann Neonstrips. Das sind eigentlich unsere alten Strips, also die Flex-PCBs mit den Chiplets drauf, aber die wurden in eine Silikonhülle gesteckt. Üblicherweise leuchten die zur Seite und dann wird das Licht daraus diffused. Das heißt, man sieht die einzelnen LEDs in dem String nicht mehr, sondern hat so einen gleichmäßigen Farbverlauf. Ursprünglich wurden diese Dinger eigentlich nur für einfarbige Strips verkauft, also rot, pink, was auch immer. Und seit etwa 2 Jahren werden die auch mit programmierbaren LEDs verkauft. Zu bezahlbaren Preisen. Also vorher gab es sie auch, aber es war unbezahlbar. Wichtig hier, also wenn man sowas haben will, Suchbegriff ist hauptsächlich Neon. Preise zwischen 12 bis 15 Meter, Euro pro Meter. Diese Profile sind nicht alle gleich. Also man kann unterschiedliche Stripbreiten reintun. Man kann je nachdem, wohin man leuchten will, konvexe Form oben haben. Man kann Strips haben, die einfach nur durch das Silikon durchscheinen. Und man findet halt, was man braucht anhand dieser T-Nummern. Also das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Üblicherweise ist das dann die Breite und die Höhe und irgendwie dann noch reinkodiert die Form bzw. die Breite des Strips, der da drin verwendet wird. Wenn man sicher gehen will, dass der Strip zur Silikonhülle passt, dann kauft man am besten eine fertige Kombination. Also selber da reinfriemeln, ich habe es einmal versucht, es ist die Hölle. dann das nächste sind die COBs, also die Chip on Board. Da nimmt man ein LED-Die, das heißt, man macht da kein Plastik-Package drum, sondern lötet dieses Die direkt auf die Platine. Damit jetzt dieses Die geschützt ist, wird dann noch so ein Silikonwulst drüber gepackt. Wenn es ein einfarbiger COB ist, ist da manchmal auch noch Phosphor drin. Die Abdeckung dient halt als Diffuser und man kann damit teilweise irrsinnig hohe Pixeldichten erreichen. Also Suchbegriff da ist üblicherweise COB. RGB und dann halt Smart LED. Das ist zum Beispiel dieser irrsinnig hohe. Da sind 332 LEDs pro Meter drin. Also wer schon mal mit sowas gearbeitet hat, das sind Werte, kostet allerdings auch entsprechend. Schweineteuer, 45 Euro der Meter. Ich habe nur einen halben Meter zu Hause. Das gibt es auch im billiger. Es gibt eine Variante mit 160 LEDs pro Meter. Die sind alle einzeln adressierbar. Die Platine, also der Streifen, ist 5 mm dick und
hat eine komplette Silikonumhüllung. Das heißt, man sieht nicht irgendwie so ein hässliches Platinenmaterial darunter, sondern man hat so eine leuchtende Silikonwurst. Preis ist moderat, 16 Euro pro Meter. Wenn man längere Installationen hat, dann wird man mit 5 Volt nicht glücklich. Also die Spannungsabfälle entlang der LED-Streifen sind ziemlich gewaltig. Entweder man speist alle paar Meter Spannung neu ein oder man steigt auf 12 Volt um. Das Problem ist, bei 12 Volt spielen die LEDs nicht mehr mit. Deswegen hat man keine einzeln adressierbaren LEDs, sondern man schaltet immer 3 oder 4 in Reihe, hat dann einen Voltage-Stop, der sich aufaddiert von also 3 Volt pro LED, dann ist man bei 4 LEDs bei 12 Volt. Was dann dazu führt, man kann nur noch so segmentweise adressieren, das heißt, man kann nur so 5 cm Stücke adressieren. Auf größere Entfernungen sieht das immer noch gut aus. Und es ist extrem bezahlbar, sage ich mal, mit 7 Euro pro Meter. Dann, es muss halt auch nicht immer programmierbar sein. Man kann auch interessante Sachen machen mit einfarbigen Strips. Da haben wir jetzt diese 12-Volt-Strips, die aber nur 3 mm breit sind. Damit kann man interessante Sachen machen und ist relativ billig, also 4 Euro pro Meter. So, möchte irgendjemand den Raum verlassen? Nein. Also, ein Projekt, was ich hatte, eine Freundin von mir macht Infostände in Berliner Clubs. Und das Problem da ist, sie ist in einer dunklen Ecke und niemand sieht sie. Also wollte sie einen Eyecatcher haben. Und dann fragte sie mich so, ich habe hier diesen alten Vogelkäfig. Kannst du den ein bisschen mit Licht aufhübschen? Okay. Kann ich. Ja, sagte sie auch. Gruß an Kati. So, wenn man einmal so einen Code geschrieben hat, will man den natürlich auch weiterverwenden. Nur was macht man damit? Man kann 2 Stahlseile an der Wand spannen und hat dann plötzlich einen Kamin in der Wohnung. Oder wenn der Winter zu trüb ist, dann hat man einen Regenbogen an der Wand. Und wenn man irgendwie beim RC3 was für den Hintergrund in der Hintergrund der Kamera braucht, dann kann man auch irgendwie so ein bisschen auf Matrix machen. Das Problem an solchen Sachen ist, keine gute Tat bleibt ungestraft. Jetzt hatte Kati einen Eyecatcher. Sie ist in einem Team. Die gehen zu unterschiedlichen Veranstaltungsorten. Und jeder will irgendwie sowas haben, aber vielleicht ein bisschen handlicher als so ein Vogelkäfig. Und ein Kritikpunkt war, ja, niemand weiß, dass wir von Sonar sind. Also Sonar ist so ein Verein, der Suchthilfe macht, Aufklärung in den Clubs und so weiter. Gut, ich habe einen Drucker, ich habe einen Haufen Neon-Zeugs rumliegen und plötzlich hat man zu viel Sonar in der Bude stehen. Okay, ich bin durch. Gibt's Fragen? Das war schön. Oh, da ist eine Frage. Sehr gut. Genau, haltet mal einmal kurz alle die Händchen hoch. 1, 2, 3. Gut, dann weiß ich, wo ich ungefähr hin muss. Ja, und zwar bei den Fairylight-LEDs, von denen ich lustigerweise jetzt auch noch was zu Hause rumliegen habe, aber nicht dazu kam, mit rumzuspielen, rumzuarbeiten natürlich. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum sind die jetzt nicht irgendwie aneinanderreihbar letzten Endes, weil sie sind ja auch individuell adressierbar, also rein theoretisch sollten sie ja ganz einfach das Datensignal weitergeben an die nächste und die lassen sich ja auch über als WS28 Server eigentlich einstellen.
die wissen, an welcher Stelle in der Kette sie sind. Das heißt, sie hören dann auf das, also wenn sie in der dritten Stelle sind, dann hören sie auf das dritte Datenpaket in der Kette. Das heißt, okay. Sie sehen alle Datenpakete. Okay, also wirklich, okay, verstehe. Ja. Ja. Und halt ein Problem... Ja, die zählen, wie viele Bits durchgegangen sind und sie wissen, meine Daten fangen jetzt an bei Bit 128 und alles davor ignorieren sie. Ja, der Knackpunkt ist im Wesentlichen, dass wenn du mehrere hintereinander hängst, dass dann mehrere LEDs auf das gleiche Datenpaket reagieren. Du also nicht mehr die LEDs alle wirklich genau. individuell adressieren. Genau, das Problem hatte ich halt mit meinem Kamin quasi. Ich hatte die letzte Reihe, hatte ich ein bisschen kaputt gemacht, habe dann von einem zweiten Strip einfach den Anfang genommen, hinten dran gehängt und wunderte mich plötzlich, warum ich immer die gleichen Sachen ganz links und ganz rechts sehe. Und als Informatiker gibt man sich immer selber die Schuld, irgendwie Buffer Overflows oder DMA nicht richtig freigegeben oder beim Encoden von HSV nach Bitmuster ist was schiefgelaufen. Bis ich dann irgendwann letztendlich mit dem OSCE dran gegangen bin und gesehen habe, okay, da kommen jetzt an der Ecke die Daten von der Ecke an. Habe ich irgendwie einen kurzen gebaut über das Stahlseil oder so? Nee. Bis ich dann halt irgendwann mal einen völlig neuen Strip genommen habe, habe Multimeter an beide Enden gehalten und es piepte und meine Nachbarn haben mich wahrscheinlich schreien gehört. Ja, aber das muss man erstmal rausfinden. Da kann man viele Tage drauf verschwenden. Okay. Ja, hallo. Hattest du Probleme mit der Farbtreue irgendwie oder mit Helligkeit? Weil das kenne ich aus der Vergangenheit mit den 2812ern, dass die manchmal so unterschiedlich hell sind oder die Farben nicht passen, wenn man da was bauen will. Also, solange sie aus dem gleichen Batch sind, sind die ziemlich gut gematcht, meistens. Ansonsten, Farbtreue ist mir relativ egal. Also, ich mache irgendwie so einen Kram, da kommt es nicht wirklich drauf an. Also, ich baue keine großen Anzeigen, wo dann über eine Fläche die Farbe gleich bleiben müsste. Okay, gut. Hi, danke für den Vortrag. Mich würde interessieren, was du benutzt, um die LED-Strips zu bespielen. Was hängt da dran? Also in den Dingern hängt jetzt, glaube ich, gerade Raspberry Pi Pico. Das ist ein ESP32. Noch Fragen? Ja, ja. Zu den 2812er Streifen, die gibt es ja in diesem Beschichtet, hast du es, glaube ich, genannt, wo diese Silikonhaut da drüber ist. Mhm. Die werden ja im Laufe der Zeit richtig braun, eklig braun, wenn du die ja, altern einfach. Und dann schmeißt man sie weg. Also naja, je nachdem, wo du die verbaust hast, ist das nicht einfach. Nur weißt du, wie das mit diesen Kopfdingern ist? Altern die auch oder bleibt das ein paar Jahre stabil? Ich habe die jetzt erst seit anderthalb, zwei Jahren und ich habe sie nicht draußen, wo sie irgendwie UV ausgesetzt werden oder Witterung, also kann ich da nichts zu sagen. Okay, danke. Ja, von noch. Es gibt ja mittlerweile als Alternative zu EL-Wire so Noodles heißen die, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Ja, ich hatte keine Zeit mehr dafür. Ah, okay. Gibt es in der Größenordnung was Accessierbares schon? Nein, also vielleicht, ich habe es noch nicht gefunden. So, Moment. Ja, ich könnte noch ein paar Typen ergänzen, die auch noch für, ich sag mal, bewegliche Animationen, also ich spiele ja die ganze Zeit Poi draußen und da habe ich festgestellt, die PWM-Frequenz von den WS2812B reicht einfach nicht aus. Ja. Die ist dann sichtbar in den Poi. Da würde ich dann auf APA 102C gehen. Es gibt auch sind das außerdem die SPI-Version, also die mit extra Clock? Genau, die haben extra Clockleitung, aber auch 800 kHz PWM. Mhm. Und dann gibt es die WS2812B auch noch als APA 106, aber also im Standard-LED-F5-Gehäuse
für manche Anwendungen sehr angenehm. Ja, ich glaube, mal gucken. Naja, jetzt sieht man nicht, aber der Punkt unten, das ist so ein Standard-Diodengehäuse. Aber ansonsten sehr geil. Ich möchte mich weiter mit dir unterhalten. Danke. Da sind noch Fragen. Ich habe gerade auch noch ein paar Ergänzungen. Einmal der Hinweis zu den vergilbenden LED-Streifen. Man muss aufpassen, die LED-Streifen, die man so fertig kauft, gibt meistens, also wenn sie vergossen sind, laufen die meistens unter dem Label IP65. Und wenn sie unter dem Label IP67 laufen, dann sind die in eine Silikonhülle eingefädelt. Meine Vermutung, meiner Erfahrung nach, vergilben die Silikonhüllen deutlich weniger und insbesondere stinken sie auch weniger. Also die vergossenen LEDs, die stinken teilweise wirklich bestialisch. Da würde ich, wäre ich vorsichtig. Dann noch als kleine Ergänzung, wer einen von diesen hochauflösenden COP-Strips mal sehen möchte, ich habe einen dabei. Ich bin hinten im hinteren Bereich bei der auf dem Boden stehenden Säule, LED-Leuchtesäule. Ich gebe mir ziemlich Mühe mit Gamma-Correction und solchen Sachen. Man sieht bei geringen Helligkeiten die Dimmstufen enorm bei 8-Bit-Dimmbreite. Gibt es da irgendwas mit mehr Bits? Ja. die SK6812 meine ich, oder nee, SK9 irgendwas Reihe war das. Die haben 24-Bit, aber der das vierte Byte ist ein Alpha-Kanal. Das heißt, du hast die Helligkeitsregelung gegenüber PWM in der LED, statt dass die RGB-Values vorskaliert werden. Dementsprechend hast du den gleichen Dynamikbereich auch in niedriger Helligkeitsstufe. Genau, nochmal eine Frage zum Thema RGBW-LEDs. Hast du damit großartig Erfahrungen gesammelt? Weil ich hatte es schon mehrfach irgendwie gesucht nach, also SMD-RGBW-LEDs, die man halt irgendwie auf eigenen Leiterplatten verwenden könnte. Und ich finde beim besten Willen irgendwie nichts, was gut verfügbar ist. Also lose LEDs, keine Ahnung. Ansonsten also fertige Strips. Ich finde immer nur den quasi den Controller, der da irgendwie verwendet wird, aber nicht die eigentlichen LEDs, wie man die irgendwie findet. Das ist ein bisschen irritierend. Also es gibt diese Varianten von diesen SK6812, da habe ich Strip rumliegen. Eine Frage noch zu den COP-LEDs. Weißt du, ob die Chips gebondet sind auf das PCB oder sind die quasi wirklich Package wie BGA quasi auf das Board? Keine Ahnung, ich habe noch nichts runtergekratzt. Okay, muss man sich also mal angucken. Danke. Okay, ich glaube, das war's jetzt auch. So. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für den Vortrag, für die Antworten auf die Fragen und vor allen Dingen auch aus dem Publikum die noch weiteren Informationen. Und damit wünsche ich euch eine gute Zeit.